Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von TikTok Reactions. Wir gucken uns heute TikToks an, auf die ihr mich markiert habt oder TikToks, die ich selber geliked habe. Also nichts. Also wirklich. Trimax lässt sich eine Glatze schneiden? Achso, wofür? War Fabus Tipp mit dem Handtuch. Was? Ja, was? Uiuiui. Ui. Krass. Echt duschen? Ja, ne? Ja, muss. Digga. Das Handtuch hat wirklich nichts gegeben. Ich hol den Staubsauger. So dunkle Haare habe ich, krass. Ich hab, crazy, wie komisch sieht das aus? Von wo habt ihr die? Ja, also was hat das Handtuch gebracht? Wie, von wo habt ihr die? Von wo sollen ihr die Haare haben? Was so? Deine Hose ist... Oh mein Gott, mein Ohr ist weg. Deine Hose ist nass. Bah! Oder Bananensaft. Bananensaft, so nice. Irgendwie sieht dieser Bananensaft hier ekelhaft aus. Ja. Pepper Wutzi oder Metzgerei? Hab ich das richtig verstanden? Metzgerei. Ach du Scheiße. Auf Ehre Putin ein Schmatzi geben. Moor oder erster Person unterteilen und WhatsApp Kuchen ins Gesicht. Putin ein Schmatzi geben. Für immer fettige Wurstfinger haben. Oder Baseballschläger auf den Kopf, aber normale Finger. Boah, es kommt drauf an, was passiert, wenn ich den Baseballschläger gegen meinen Kopf bekomme. Da kann ich sterben. Also bevor es lebensgefährlich wird, nehme ich die fettigen Wurstfinger. Richtig. Aua. Botanischer Expertenzoo oder Zahnpasta? Botanischer Expertenzoo. Leggy, Schmeggy. Wissen, warum diese Kuh cooler ist als du oder R? Ach was, ich sag's dir einfach. Die Kuh folgt mir schon auf TikTok. So wie du jetzt auch. Mach endlich das Kack plus weg. Mann. Oh mein Digga, dieses Scheißende. Here we go, HSV. Hab ich schon mal gesehen. Messi den Ballon d'Or gewinnt, das darf nicht. Ist schon geleakt. Ja, ich weiß, Fabrizio hat es bestätigt, aber also, nimm es mir nicht übel und alle werden mich jetzt haten. Nicht verdient. Haaland hat einen Triple geholt. Iniesta hat damals auch nicht die WM gewonnen. Schöner Call. Digga. Iniesta 8 Tore plus 14 Assists, Messi 60 Tore plus 17 Assists. Boah! Digga, dass dieses eine Jahr dann auch nicht Ribéry wurde, wo die da alles gewonnen haben, ist auch Quatsch. Meiner Meinung nach, bevor es Messi wird, kriegt es Alvarez. Der hat WM gewonnen und Triple. Digga, da gibt's. Das versteht er wohl unterverdient. Alvarez 21 Tore plus Top 5 plus 5 Assists. Du sagst Haaland. Sagst du aber, dass Messi kompletter Quatsch ist? Nein, so. Das sag ich auch nicht. Nicht verdient. Nicht. Boah, Bruder, das hat ihn richtig getriggert, Willi, seine Aussagen, ne? Das hat ihn richtig getriggert. Alter, Digga, und er hat auch richtig gearbeitet für dieses Video, Leute. Er hat richtig gearbeitet für dieses Video. Ah ja, Messi, Michael Myers kommt komplett verdient. Verdient. Verdienter Ballon d'Or-Sieg. Nach dieser Saison, die er gespielt hat, WM-Titel geholt, so eine Karriere so auszuschmücken, oder er hat gar keine guten, und er hatte sogar gute Stats, er hätte gar keine guten Stats gebraucht, meiner Meinung nach. Michael Myers kommt in Fortnite, oder Omar Masari, er hat gegen 5 Erwachsene gekämpft und gewonnen. Wenn er seine Jacke auszieht, kann ihn niemand aufhalten. Ein Hund hat ihn mal gebissen, er hat ihn zurückgebissen. Er ist Mike Tysons Lehrer. Gnade kennt er nicht. Ja. Digga, Junge, Bruder, Oma Masari immer, Digga. Soll Oma Masari in Fortnite kommen oder was? Wer ist das überhaupt? Niemand aufhalten. Ein Hund hat ihn mal gebissen. Er hat ihn zurückgebissen. Er ist Mike Tysons Lehrer. Gnade kennt er nicht. Ah, Michael Myers, Junge. Gegen den ersten bei Teilen mehr WhatsApp kämpfen. Bitte jetzt nicht mit Oma Masari, bitte. Oder. Oh, okay. Riley Smiley. Riley Smiley. Gegen ihn zu kämpfen, ist wie gegen 10 zu kämpfen. Man sagt, er ist Omas bester Freund. Oh, er wird dich Mann, Digga. Und schlafen legen. Mit einem Omas bester Freund. Kommentier etwas, was du über Riley und Omar gehört hast. Oder... Riley wird Digga, dich jetzt fuck mich Riley zusammen sogar. Mit Omar jetzt, oh die beiden werden dich beide? Sie werden dich schaukeln. Du kennst sie nicht. Aber sie kennen dich. Oma 2x2 Meter groß. Riley 2x4 Meter groß.
Es reicht, ehrlich. Es reicht mit Oma Masari. In diesem Spiel darfst du nicht schreien. Don't Scream ist ein Gruselspiel, das übers Mikro jeden Mucks hört, den du machst. Um zu gewinnen, musst du 18 Minuten überleben, ohne auch nur einmal laut zu schreien. Und der Timer läuft nur runter, wenn du dich bewegst. Das Ganze spielt in einem eklig dunklen Wald. Und das Spiel tut einfach alles, was es kann, um dich zu kriegen. Sogar die Jumpscares werden zufällig erzeugt. Du kannst dich also niemals wirklich sicher fühlen. Falls du es dann doch mal bis zum Ende schaffst, sag dir... Ist das Spiel jetzt raus? Kann man das jetzt spielen? Hat Berko gespielt? Ist das Spiel raus? Ich hab schon mal gesehen gehabt. I hope they give you a prize for this today. Could you just show it to us? Because people look for that and love that. With my Spanish girl, Valeria. Super freaky, but she acted diva. In Pokémon, ich werde dich so hart mit Regro zerbersten. Was machst du? Und dann werde ich dich mit Teufel. Er wollte noch irgendwas mit Psyana machen, Chat. Ja. POV, your dad just win Ballon d'Or and you get bored. Er ist am Schlafen. Ja. Das ist schon zu oft passiert. Bro plays a 20-year-long prank on his friend. Er hat ihn 20 Jahre verarscht, dass er eine Krankheit hat. Nice. Soll ich Speed mal auf... Nuska Wasser zeigt Messi sein Tattoo. Zeigen? Das wäre eigentlich witzig, ne? Yo, Speed, he's the best. He's the best. Bro, keep that out my face. Sorry, Speed, wenn du das siehst. Der musste sein, ich konnte es nicht nehmen. Soll ich Speed... Ist irgendwann festgelegt worden, Englisch ist die Weltsprache und mit Englisch können wir in der ganzen Welt kommunizieren. Heißt aber nicht, dass auf einem anderen Planeten deswegen auch Englisch gesprochen wird. Ein Klartext, man kann auf einen anderen Planeten gehen und da kann man auch ganz normal sprechen miteinander. Ist irgendwann festgelegt... Hä? Zu viel für meinen Kopf. Bro skippt every female player. Nee. Nee. Alter. Er hat jede Frauenspielerin geskippt. Niemals. Oh, sure. Wait, what do you mean small? This is pretty average. Ed, this is pretty average, right? Actually, it's undersized. Oh no, man, that's huge. Die Pommes ist ehrlich riesig. Der größte Mittelfinger. Digga, er hat einfach ehrlich, was weiß ich, wie lange verbracht, um den größten Mittelfinger zu bauen. Nice. Stimmt, aber das ist noch nicht alles. Vergessene Memes, die legendär sind. Man soll kein Koks und kein Teledin ballern. Genau, und was soll man stattdessen ballern? Vitamine und Mineralstoffe. Genau, so sieht's aus. Flex. Stimmt, aber das ist noch nicht alles. Das Ding, da lief ein Porno im Fernseher, da hat ein Typ eine Wunderkerze im Arsch gehabt. Da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Papa, kids friendly. Aber das ist 40 Jahre her. Das ist eine alte Geschichte. Das Ding, da lief ein Porno im Fernseher, da hat ein Typ eine Wunderkerze im Arsch gehabt. Da kommen die Yo, ich komm rein auf den Beat und es wird direkt leise. Weil wenn El-Präsident nicht spricht, dann sind alle Mucksmäuschen still. Ich komme rein und ficke deine Mama, denn sie ist so hässlich. Ah, sie sieht aus wie ein Rind dabei. Ich komme rein und ich sehe so hässlich aus, weil ich hab sie geknallt. Ah, ich hab sie geknallt. Ah. Gerard Piqué falls through hole trying to sign shirt. Wow! Er ist verschwunden. Er ist verschwunden. Mein letztes Video. Ja! Ja!
Ich würde bei mir selber, wenn ich könnte. Ich sag euch ehrlich. Ich würde ehrlich bei mir selber, wenn ich könnte. Geht leider nicht. Und ehrlich, würdet ihr auch bei euch selbst, wenn ihr könntet? Auch so alle anderen Sachen machen? Ich würde so wenigstens probieren. Heißt das, dass ich vom anderen Ufer bin? Nicht unbedingt, oder? Nicht unbedingt, weil ich würde es ja nur bei mir ausprobieren. Nein, das heißt das nicht. No, I'm from Portugal. Speed tells Bernardo Silva and Ruben Dias, he's from Portugal. I was born and raised in Portugal. Where were you born? No, I was born in Angola, but when I was two, I came to Portugal as a kid. But do you speak Portuguese a bit or not? Sim. Eu falo português. A little bit. And when did you go, how old were you when you went to the US? I was 6 years old, so that's why I got like a super American accent. But I'm from Portugal, like, I'm from Lisbon, Madeira. How long did you live in Portugal? For about 5 years, bro. Five years? Yes. Like, as a kid, but I moved to America, though. You feel me? Yeah, so that's how it is. Whereabouts in the U.S.? Ohio. Ohio, never been. Yeah, Ohio. I don't think I've been. No, not even in preseason, right? No. You never been to Ohio? No. You got to come to Ohio, right? The 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. Number 8, also, ist damit Ding fest. Endlich auch den langersehnten WM-Titel gewinnen konnte. Digga, seitdem ich den Kieferbruch habe, ich spreche anders. Ich schwöre auf alles. Seit dem Kieferbruch, ich spreche undeutlicher. Ich lispel so ein bisschen. Ich sage euch, das liegt daran, dass mein Kiefer falsch gestellt ist. So leicht seitlich. 2023 gewinnen konnte und damit sein Land wahrscheinlich auch endgültig. Gut. Nee, ich lispel ein bisschen, Digga. Das ist unkorrekt. Das ist ehrlich unkorrekt. Okay, welche TikToks habe ich selber noch geliked? Aha. Ich habe Messi getroffen. Umut hat Messi getroffen, ja. With the Classico Saturday. Umut hat Messi getroffen. Speed Ronaldo. Wer ist das, Bruder? Egon Kowalski, Digga? Wer ist das? With the Clásico Saturday, you scored two goals. You scored two goals in El Clásico, then the camera points to Ter Stegen. What an amazing start. Oh mein Gott. Yeah, it's been Digga. Digga, die reden über seine Tore im El Clásico und zeigen dann Ter Stegen, wie respektlos. Oh, Digga, jeder Einzelne ist am Stehen und am Klatschen. Wow. Oh yeah, come on. Guardiola troll speed. Vinny and Bellingham. Thank you, speed. Yes, sir. Thank you, man. Yes, sir, bro. Hey, tell him to come back. You. No, hell. Yo, bro, your name, Guardiola? Gvardalov? People say your name is Gvardalov. Gvardalov? Gvardalov, Digga. Das waren die TikToks für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach unten da. Vergesst es. Daumen nach unten bringt ehrlich was. Es ist immer besser als gar kein Daumen. Dann lieber Hate als gar nichts. Okay, nee, das nicht. Lieber Daumen nach oben, aber Daumen nach unten ist quasi wie Daumen nach oben. Ist quasi dasselbe.